Frage. Rampe, was? Vielleicht können wir da irgendwas Schickeres machen. Was denn kein Rahmen mehr sein wird. So, Pfirsich-Adobe-Rampe. Rampenecke, Rampe. Okay, dann Pflasterstein. ist hier schon wieder Kohle, kein Nitrat. Rampenecke und Rampe. Betonrampe. Betonrampe, nee. Plane rot. Rampe. Ja, aber da kriegen wir keine. Bei der Rampe keine Ecke. Rampenecke, oder? Nö. Tarnitzrampe, Steinplattenhüttenrampe. Was? Steinplattenhüttenrampe. Okay. Nee, die nehmen wir nicht. Weißer Adobe, wenn wir das alles so weiß haben. Was ist das hier? Das machen wir mal nicht. Pfirsich-Adobe. Das ist ja seltsam. Weißer Adobe und Pfirsich-Adobe braucht genau dieselben Zutaten. Oh, komisch, ne? Ja. Also ich sag mal so, man hätte das ja auch relativ einfach gestalten können. Weißt du, wenn du mit Chrysanthemen Rotholzblöcke herstellen kannst. Ja, dann kannst du mit Ja. Chrysanthemen und weiß ich, Baumwolle zusammen eben halt dieses hellere Rot herstellen. Weißt du? Ja. Und dunkles Rot dann halt nur mit Chrysanthemen oder so. Das wäre auch alles so gegangen, ne? Und das ist es immer wieder, was ich immer wieder sage, das Spiel hat einfach jede Menge Potenzial. Ne? Ärgert mich jetzt auch nicht, dass es nicht da ist. Ist schade, ja, aber. Es wird schon irgendwann in eine Richtung gehen, wo es mehr gibt. Und ich weiß jetzt gar nicht, kann man das überhaupt sehen irgendwo, wo man sagen kann, wie viele Objekte gibt es hier überhaupt? Im Ja, Allgemeinen. nur im Kreativmodus. Da kannst du sehen, wie viele. Okay. Wie viele Objekte das allgemein sind, ne? Was man so alles herstellen kann. Das würde mich mal so interessieren. Pfirsich-Adobe ist so wie beim Crackerbook. Wenn ich da. Ich glaube, die nehme ich. Rampenecke, da brauche ich ja bloß 4. So, von der Rampe brauche ich natürlich wesentlich mehr. Machen wir mal 60, ob das geht. Kriege ich 60 Stück hin? Ne, kriege ich nicht. Da fehlen mir die Materialien für. Gut, dann muss ich nochmal zurück. Zum Glück habe ich mir Weg gelassen, dass ich hier runterkomme. Und dann hier. Also Stein, Lehm und Bruchsand brauche ich dafür. Ja, ich bring noch wieder ordentlich was mit gleich. Das ist supi. Ach, guck mal, die Farbe, wie das jetzt aussieht, so orange. Cool. Der Himmel. Bruchsand. Stein und Lehm brauchen wir. So, und da hatte ich ja die Rampe. 24 haben wir jetzt hergestellt.
Ja, machen wir halt noch mal 26. Kommen wir auf die 50. Jetzt auch alles so seine Zeit, ne? Die zerlegen wir mal noch. Naja, die anderen Materialien, glaube ich, nehme ich mal mit. Gucken wir mal in die Schmiede rein, was die hier so schön hat machen. Das sieht gut aus. So. Warte, Mehlzement wollte er jetzt nicht machen hier. Zieh durch, Junge, zieh durch. So, dann stellen wir hier auch noch mal Zement an. Sehr gut. Da muss ich gleich mal nach dem Beton gucken, wie viel da inzwischen durch ist. Okay. Knappe 3,8 macht er noch. Schön. Also wie gesagt, den Untergrundgang wollten wir ja machen von uns zur Base bis hin zur Battle Base, ne? Also von unserem Zuhause bis zur Battle Base. Wo machen wir den Einstieg? Ich würde sagen, einen Einstieg machen wir irgendwo hier. Dann ecke ich nirgendwo an. Gehe erstmal rüber bis auf die Straße runter und dann in eine Battlebase wieder rein. Das ist, denke Ja, ich. ich will sowieso in der Battlebase noch was machen. Okay. Okay, das brauche ich jetzt alles noch, oder? Nö, das ist jetzt durch, die sind durch. Zerlegen wir das andere mal. Gut, dann werde ich erstmal wieder dahin. Zum Nachbarhaus. Wir bauen da komplette Nachbarhaus um, weißt du? Der fragt sich nachher auch, hast du House Flipper gespielt? Ja, habe ich. Oh ja. Aber das sieht schon ein bisschen anders aus da oben. Bin mal gespannt. Ich versuche da so ein bisschen mit Farben zu spielen und sowas. So. Hier bin ich jetzt oben. So. Hier sind die ja direkt in der Ecke. Heißt, ich stelle hier mal noch so einen Rahmen auf. Oh, jetzt habe ich das wieder so gut. Ich muss da erstmal raufkommen, ne? So. Ach nee, okay. Das wäre ja nicht schön. Das muss also auch nach außen. Die ist ja hier innen. Der müsste ja eigentlich hier. Die Rampe. Nee, ich wollte hier weiter raus haben. Okay. Ja, dann werde ich gleich noch mal rausgehen müssen.
Ich mach das mit Adobe einfach. Dann muss der mir alles zeigen, was ich damit machen kann. So, weißer Adobe-Block. Ja, da mache ich mal ein paar von. Einfach mal zum Anreißen. Na, das wird ja jetzt interessant. Da müsste ich ja eigentlich rankommen, denke ich. Ja, aber ich sehe jetzt nicht, ob das richtig rum ist, ne? Okay, doch ist richtig rum. Nee, ist das nicht. Schon ein bisschen ärgerlich. Ey, ernsthaft? Ist Adobe jetzt Stein, ja? Ja, tatsächlich, ja, stimmt. Hatte ich ja schon ein bisschen was hergestellt. Ich hoffe also, einfach, ist es richtig, denn ansonsten müsste ich ja hier ewig hochbauen. Aber es sieht gut aus. Weiße Adobe-Blöcke außenrum, das außenrum. Okay. So, setzen wir hier einfach nochmal einen drauf. Wie immer, wir setzen ja gerne einen drauf, ne? Was war das denn jetzt hier? Zack, ich wollte dahin. Dahin machen wir zu. Ja, ich bin gerade am Bauen auf, ja, ich baue eine Dachterrasse auf. Schön für unsere Selbsthilfegruppe, die denn da sich platzieren kann, natürlich beim Nachbarhaus, ne? So, jetzt sieht das fast gleich aus, ne? Ohne Licht sieht das bald gleich aus. Ja, bin mal gespannt, wie das denn nachher aussieht. Eine habe ich hier wieder falsch gesetzt, muss ich nachher nochmal berichtigen. Das ist richtig rum, das ist schon mal gut. Ja, schön. Muss ich mir nochmal Werkzeug holen zum Abbauen. So, mal gucken, kann ich die Steine hier mitnehmen oder nicht? Warte mal, da muss ich mal den Pilz. Warum habe ich denn den Pilz aufgesammelt? Ich weiß es auch nicht. So, dann gucken wir mal, wie sieht das von hier aus? Na gut, das eine ist falsch gebaut, ne? Aber boah, doch, warum nicht? Warum nicht? Schön. So. Warte mal, jetzt muss ich mal. Ja. Wo habe ich denn geparkt? Ach, da oben. Ja, Hani, eine kleine Hürde haben wir noch für unser Vorhaben, die Verbindung von unserem Zuhause Na? bis zur Battlebase. Einen zweiten Erdbohrer, der einigermaßen tauglich ist. Ne? Sowas in der Richtung. Ja. Oh. Ich muss mal grad wohin. Der Große ist zu Hause angekommen, hat gerade geklingelt. Kleinen Moment Geduld bitte. Mach das mal. Kann ja nicht.
eben stehen lassen. Nee. Naja. Da fragt die Frau mal schneller. Aber wenn man das nicht denke, weiß... Dann denkst du nachher noch, du bist sowieso wie bei Timmy. Aber jetzt, stell dir mal vor, ich würde mich ständig auf andere verlassen. Weißt du? Der würde jetzt da unten stehen, würde 3, 4, 5 mal klingeln. Ich würde mir einen Anpfiff abholen, weißt du? Warum machst du denn nicht auf? Ja, ich dachte, die Frau macht. Ne? Kann auch schief gehen. Ne? Ja, also, dann bist du auch Vater des Jahres, wie bei Timmy. Also einmal ist es passiert, so im Affekt, ne? Wir wollten los und die Frau sagt, ach, dein Schlüssel brauchst du nicht mitnehmen. Ich sag, wirklich, brauchst du nicht? Nee, ich hab meinen. Wir fahren los, einkaufen, kommen zurück. Ja, Schatz, schließ mal auf. Du hast zu mir gesagt, ich soll den nicht mitnehmen. Ich hab den jetzt nicht mit. Wie groß die Augen wurden mit mal. Und seitdem, ne, ich verlasse mich nicht mehr drauf, ich frage nicht mehr, ich nehme einfach mit und fertig. Ne? Du, das machen wir aber auch so. Weil Winnie hat den mal verloren in Neubrandenburg irgendwo, glaube ich, ne? Und jeweils kamen wir auch nicht rein, weil ich den Schlüssel nicht mit hatte. Oh, das war eine Aktion. Ja, also es kann schon ein bisschen ärgerlich werden. Ne? Oder auch teuer. Ja. Ja. Eine meiner Verflossenen hat es mal mitgekriegt, die war mit den Kindern einkaufen, geht zurück und kam nicht rein. Ich auf Arbeit. Sie mich aber nicht erreicht gekriegt. Hat einen Schlüsseldienst bestellt. Das waren die teuersten Muschelnudeln, die sie je gekauft hat. Weil dann habe ich gesagt, du, ehrlich, wie kann man Schlüssel vergessen? Ne? 120 Euro für den Schlüsseldienst. Plus die Kosten für die Nudeln nachher, ne? Also. Ja, ja. Wir hatten Gott sei Dank einen Bekannten, eine Winnie, den du denn angerufen hattest, und der kam dann. Weißt du, dieser Gartentyp da? Ne? Ich habe dann so lange mit Katie, bei. Wo war ich denn? Wo habe ich denn gewartet? Bei. Ja, bei der Nachbarin. Und Winnie hat telefoniert und hat dann mit ihm die Tür aufgemacht. Okay. Ah, herrlich. Keine Ahnung, den Schlüssel hast du nie wieder gefunden. Wir mussten den nachmachen. Da bist du denn noch mit ihm losgefahren zum Baumarkt? Ja, also. Ich musste nicht zum Baumarkt, ja, in der Situation, wo das war mit dem Schlüssel. Das haben wir anders gelöst gekriegt. Isa Schatz, hast du eine Karte? Ja, das funktioniert auch. Drückte sie mir eine in der Hand und ich so, oh, die ist aber ein bisschen fest. Ich brauche, dass es ein bisschen weicher ist. Wenn die zu fest sind, dann gehen die kaputt. Ne? Also. Ja, ne, also so was macht man eigentlich nicht. Eigentlich sollte man Schlüsseldienst rufen, aber was willst du machen? Ja. Wenn du keine Kohle hast, nischt, kommst nicht rein mit Kindern. Ich hatte ja nicht mal einen Ausweis mit, dass ich beweisen kann, dass es meine Wohnung, weißt du, weil Name steht da dran und so. Ja. Oh Gott, da ist gerade Stein abgefallen. Wieso das denn? Wo ist Stein abgefallen? Ach nee. Das ist ja. Ach hey. War das jetzt Marcel, etwas zu weit machst auseinander? Du das wieder? Ja, wieso fällt das jetzt eigentlich runter? Ach so, okay, deswegen. Da. Jetzt. Ich den falsch gesetzt. Ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher. Naja, wenn du hier so mit Steine, ich habe ja hier weißen Adobe-Block, ist ja nun mal halt auch Stein. Ne? Ja. Und ich habe den gesetzt und wenn man die zu weit auseinanderzieht und keine Stützen irgendwas hat, dann brechen die irgendwann ab. Fallen nach unten, die Dinger. Richtig. Ne? Und die Pfosten, ich weiß nicht, ob die das tragen, aber es sieht momentan gut aus. Also es kracht nichts runter. Jetzt geht's. Es war bloß einer, den ich wollte. Ich habe ihn wahrscheinlich falsch gesetzt oder so.
Ja. So, das haben wir noch. Denn ist es halt so. Das ist ja halt so, ne? Okay, dann haben wir das schon mal. Also so ein Pfirsich-Adobe-Rahmen, der so relativ weiß ist. Außenrum mache ich denn die Randen aus Pfirsich-Adobe. Ne, also nicht mehr so hell, sondern eher so sandfarben oder wie soll man das nennen? Ne? Ich denke, das kommt hin, sowas. Ja, kannst du so nennen. Sowas, ne? Und das dann außenrum, sodass du schon mal innen so einen Rahmen hast. Ne? Also das wird ja nachher sowieso spannend. Da wollte ich ja auch noch was Bestimmtes machen. Kriegen wir aber alles noch hin, denke ich. So, das Aber brauche ich erstmal nicht. ich sehe jetzt natürlich schon, dass diese Rampen das wird nicht reichen. Ich mach mal noch ein paar So. Sind denn jetzt meine Dings Holzrahmen. hier durchgeflitscht? Ja. So, dann löschen wir das Jetzt. einfach mal, was hier drin steht, und dann müsste ich ja wieder zu Holzrahmen kommen. Wo sind Irgendwo. sie denn? Stahlgerüste brauche ich noch. Wieso habe ich hier bei Holzplatte Favoriten gesetzt? Okay. Holzrahmen. Ja, machen wir halt, was weiß ich, noch 10 Stück. So, ich habe da mal ein bisschen für Nachschub gesorgt. Dann bringe ich erstmal den Erdbohrer Oder? weg. Nee, brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Ich habe ja jetzt das hier alles so hochgesetzt, dann nehme ich die Holzrahmen einfach weg. Was soll's? Ich brauche die ja außen, denn dass ich da außen das vernünftig anbringen kann. So, die kann Die ich eine auch mitnehmen. Konstruktion lasse ich mal noch. Habe ich noch irgendwo Leitern rumzuliegen? Das kann ich dir leider nicht sagen. Also wenn, dann bestimmt in Nee. deiner Kiste. Nee, nee, die habe ich schon auseinandergenommen. So, dann sammeln wir hier halt diese Konstruktionshilfen ein. Ja, also ich glaube, zu mehr sind die auch nicht gut, ne? Konstruktionshilfen, denke ich mal, kann man Keine schön Ahnung. dazu sagen, zu diesen Rahmen. Die Rahmen kannst du ja immer wieder wegnehmen. Ich brauche erstmal Stahlgerüste. Da müssen wir auch eine Menge von herstellen. Okay, also ich habe mit dem Eisen nichts weiter gemacht. Ich habe kein Stahl, Nee, kein alles gut. und so, ne? Ich habe ja auch neues Eisen mitgebracht. Also ich mache jetzt erstmal ein paar Stahlgerüste. Hallo, Heike. Heike! Ja, heute machen wir es wieder ein bisschen entspannter. Ich habe die Siedlung abgelootet, baue hier noch ein bisschen auf dem Nachbarshaus rum. Da soll ja die Selbsthilfegruppe da, demnächst ihr Treffen haben. Ich werde nie weg. Ne? So, hier kommt man rein, das ist gut. Hier kommt man raus, das ist auch gut. Ja, Hanni besorgt uns natürlich wieder Ressourcen, baut auch wieder ein bisschen rum. Ja, ich musste aus der Höhle raus. Ich konnte das Geräusch nicht mehr hören. Ja, das ist manchmal so, ne? Ja. Dann braucht man da wieder ein bisschen was anderes. Oh, schön, Heike. Ich hoffe, du hattest Spaß. Okay, Strahls und auch eine Ecke weg, wa? Naja, geht aber noch. Marcel, hören Sie mal auf hier. Na, ich war einmal da zum Vorstellungsgespräch. Ey, das ging gar nicht. Ne? Also, das Ding, das darfst du auch Kind erzählen. Vorstellungsgespräch in der Bahnhofshalle. Was ist das denn bitte? In der Bahnhofshalle? Ja. Das glaubt mir keiner. Okay, sie war mit dem Enkel da. Wart ihr Ozeaneum oder wo wart ihr, Heike? Ich wollte gerade sagen, da ist doch irgendwas. Hält das jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Oha. Sehr schön. Okay.
Ja, Bewerbungsgespräch in der Bahnhofshalle, sehr geil. Also war mir schon suspekt, ja. Erst hieß das Treffen hier, dann hieß das Treffen da und mit mal, nee, komm mal zur Bahnhofshalle da. Was? Also mach ich nie wieder, ne? Also das war nicht ganz komisch, also habe ich noch nie gehabt, ne? So, ja, ist total seriös, ne? Vorstellungsgespräch Ja, auf dem du. Bahnhof. Dann hat er mich da rumlungern lassen, hat sich schön einen reingezogen, schön was gegessen, schön Kaffee getrunken, mit mir geredet. Und nach einer halben Stunde hat er gesagt, du, tut mir leid, die Stelle ist eigentlich schon besetzt. Sag ich, die Stelle, okay. Habt ihr die ausgedehnt auf 10? Und dafür hat er mich dahin bestellt. Ich weiß nicht. Leute veräppeln oder was, keine Ahnung, was er da war. Bah! Was hier los? Damit, das hält nicht. Da ist der Block weg. Was mache ich denn da? Muss ich da echt fette Blöcke setzen? Also wolltest du anfangen, ICE fahren? Nee. Eigentlich war es was völlig anderes. Das war, da wollte ich, was war das hier? Kugelstrahl, also Betonstrahlen, Sandstrahlen. Da ging es um das Werftgedöns. Ne, Container abstrahlen, sauber machen mit Sand und so, unter Druck. Körperlich schwere Arbeit, aber es wäre wenigstens erstmal welche gewesen, ne, zum Überbrücken. Und bin dahin und war ausgeschrieben mit 10 Stellen. Und dann sagt er zu mir, die Stelle ist eigentlich schon besetzt. Schön, ne? Was mache ich denn jetzt hier mit dem Quatsch? Da bröckelt mir das eine Ding ab. Ich verstehe nicht, warum. Da ist schon wieder ein Block weg. Vielleicht weil das so außen ist. Pfirsich, Adobe, Säule. Vielleicht mache ich da einfach mal was Fetteres hin. Das sind besser stützt. Säule 50 ist, glaube ich, zu klein. Da, Säule 100. Wir nehmen bald einen ganzen Block ein. Ich glaube, so was hier wäre besser. Guck mir das gleich mal an, wie das aussieht. Eigentlich wollte ich es so schon ein bisschen kantig haben. Wieso das da abfällt, ich verstehe es nicht. Nicht wirklich. Ja, sind richtig fette Säulen. Die nehmen praktisch den ganzen Block ein. Das sieht dann aber blöd aus, wenn ich die anderen Dinger eckig habe. Dann muss ich da auch was Rundes haben. Aber da gibt es ja auch dünnere. Stellen wir mal dünnere Säulen her. Gucken wir mal. Diese. Ja, okay. Die sind doch. Das sieht doch ein bisschen tragfähiger aus, wa? Dann mache ich von der mal noch drei und probiere da nochmal so ein Ding ranzusetzen. Kann ja nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so böse ist.